Herzlich willkommen zum neuen Let's Play hier auf meinem Channel, und zwar zu Gun Home. Ja, einer interaktiven Geschichte der PlayStation-Version von Gun Home, die wir hier spielen werden. Ja, ich freue mich sehr auf diesen Titel und freue mich sehr, euch mitnehmen zu dürfen. Und ich drücke X zum Starten. Mache einen Optionscheck, weil ich da noch nicht reingeschaut habe. Wieder total hochprofessionell. Ja, die Helligkeit, ich lasse das mal alles so. Was ist denn die Bildschirmanpassung? Bildschirmausschnittanpassung. Ich lasse das einfach mal so. Was haben wir denn? Sound? Sound ist soweit ganz okay. Ich lasse das mal ruhig auf volle Pulle. Sprache ist ganz gut. Texteinblendung, ja. Untertitel-Einblenden, ja. Aktuelle Sprache Deutsch. Okay. So, zurück. Vielleicht ist es sogar komplett auf Deutsch. Ich weiß es nicht. Lass uns auf jeden Fall überraschen. Und ich drücke neues Spiel. Und, aha, mit dem rechten Stick umsehen, mit dem linken Stick gehen. Und, optionale Einstellungen und Kommentare. Was ist das denn? Diese, was optionalen Regeln verändern das normale Spielerlebnis. Die Regeln können nicht während des Spiels geändert werden. Alle Lichter am Anfang an. Für alle, die im Dunkeln Angst haben. Okay. Das klingt ja schon toll. Karte deaktivieren. Es gibt keine Karte mehr im Spiel. Alle Türen aufschließen. Bei Spielstand sind alle Türen unverriegelt. Du kannst das Haus und die Geschichte in allen beliebigen Reihenfolgen erkunden. Audiobücher deaktiviert. Deaktivieren Sie Sams Erzählungen. Es gibt keine Endsequenzen. Wann du aufhörst, liegt an dir. Kommentar aktiviert. Im ganzen Haus gibt es Symbole, bei denen Kommentare von den Entwicklern des Spiels und anderen Beteiligten abgespielt werden. Hinweis: Nicht möglich, wenn Audio-Tagebücher, Audio-Tagebücher aktiviert sind. Das lasse ich mal. Ich lasse das mal. So, ich mache jetzt einfach mal Start. Und dann sehen wir einen Ladebildschirm. Und dann geht's los. Was heißt denn hier die Einstellung mit Dunkel? Wer im Dunkeln Angst hat? Ist das Spiel relativ dunkel? Naja. Wir lassen uns da einfach mal überraschen jetzt. Ja, Ladebildschirm. Oh, jetzt. The Fulbright Company presents. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Gun home. Juni 1995, 1.15 Uhr am Nachmittag. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Gun Home, einer interaktiven Geschichte. Wir sind gerade also, ja, von einer Reise zurückgekommen und haben unserer Mutter auf dem Anrufbeantworter gesprochen oder unserer Familie, dass wir nicht vom Flughafen abgeholt werden sollen. Und sind mit dem Taxi hingefahren. So, was haben wir hier? Caitlin Greenbear, Breyer, Portland, Flug 270, 6. Juni 1995. Ah ja. Und wie man sieht, es ist nicht so wie... Ah ja. Kann ich mich... Ah, okay, mit Kreis kann ich mich drücken. Was ist das denn hier? Ah, eine Weihnachtsente nehmen. Mit L2 oder Gegenstände. Ach, guck mal an. Huch. Ah, okay, ich kann. Ah. Na. $5,99 für so eine Weihnachtsente. Wie kann ich denn. Ah, so, okay, kann ich einfach. Guck mal, da liegt ein Schlüssel. Hausschlüssel in den Rucksack gepackt. L1. Ah, drücke L1, um den Inhalt des Inventars anzusehen.
Ah, da sehen. Um Gottes Willen, ist das ein. Oh Gott, so sehen wir aus? Hilfe. Greenbrier, Caitlin, okay. Geburtsdatum ist der 12. Dezember 73. Ja, wenn ich das richtig entziffern kann. Birth, ja. Passport, okay. United States. Okay, was haben wir denn noch? Boarding Pass. Aha, Flugnummer 270. Das ist meine Bordkarte für den Rückflug von meinem Jahr in Europa. Also haben wir eine Europareise. Mein Reisepass, den ich für meine Europareise gebraucht habe. Ein Zweitschlüssel, der unter der Weihnachtsente versteckt. Ah ja, okay. So, da oben können wir noch blättern. Aha, Veranda, Tagebuch haben wir noch nichts. Gut, so. Was kann man denn hier? Aha. Becher nehmen. Wir können hier alles angrabbeln. Und dann schauen wir mal. So, was haben wir denn hier? Katie, tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, wenn du kommst. Aber es ist leider nicht möglich. Bitte, bitte stell nichts. Was? Stell nicht das ganze Haus auf den. Ja, ist doch gut. Alter. Uah. Stell nicht das ganze Haus auf den Kopf, um herauszufinden, wo ich bin. Ich will nicht, dass es jemand weiß. Wir sehen uns irgendwann wieder. Mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich, Sam. Okay, das klingt nicht gut. Das. Ah, okay, automatische Lichter. Ich dachte schon, kann ich die Tür? Ja, kann ich. Ah, Gott sei Dank, okay. Ich mache mal Licht an. Ja, das, unser Sam ist nicht da und. Ja, dann schauen wir mal, ne? Notiz lesen. Was haben wir denn hier? Wegbeschreibung zur Arbeit vom neuen Haus. Links auf die. Was? Grape Tree. Rechts auf den Bullhorn. Abfahrt auf die N47. Rechts auf die 202E. Eingang rechts hinter den Wegerot. Fahrzeit 1 Stunde 10 Minuten. Das ist aber ein heftiges Gewitter. Gewitter. Taschentücher nehmen. Ah ja. Warte, nee, huch, warte mal, wie werfe ich? Also mit X, okay. Ja, sonst ist hier nichts. Ich schau mal weiter. Einige Papiere liegen hier rum. Anscheinend schon länger nicht mehr aufgeräumt. Die Schublade. So sehen meine Schubladen übrigens auch aus. So, Front Hall. Sieht so aus, ob hier vor kurzem erst eingezogen worden sind, oder? Oder meine ich das nur? Sieht zumindest danach aus. Ordner öffnen, Rechnung lesen. Wellspring Umzüge GmbH Rechnung. Ah, wie ich schon sagte, also vor kurzem erst einen Umzug gehabt. Terence Green Briar. Dry Creek Red Forest Grove. Zielort Terence Green Briar. Erster Einborn Hill. Boone County. Liste der Transportposten. Kiste, 8 Küche, 5 Schlafzimmer, 6 Kinderzimmer, 10 Übergewicht, Bibliothek, okay. 4 Büro, Fernseher 60 cm, Fernseher 35 cm. Weiter auf beigefügten Tabellenblättern. Ah ja, okay. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm at a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Okay. Im neuen Haus in den Rucksack gepackt. Wie war jetzt nochmal? Ah, hier. Ah, hier, das war jetzt das, was er gerade erzählt hatte. Okay, das können wir uns auch nochmal anhören. Im Tagebuch ist ja interessant. Kann ich hier Licht anmachen? Ja, das geht, okay. So, da haben wir ein Magazin. Autorenmagazin. 50 Gewinnspiele mit Preisen im Wert von 21.000 Dollar. Stephen King. Kritiken. Die Kunst der Bewertung. Veröffentlicht werden. Das Geheimnis. Die leeren Seiten, wie 20 Top-Autoren damit fertig werden. Ah ja, Klopapier. Das gute Soft Plus. Das habe ich übrigens auch zu Hause. Das ist,
Das ist eine ganz besondere Toilettenmarke. Okay, was haben wir hier? Eine Toilettenspülung, die funktioniert. Turn. Aha. Fauxset off. Okay, das ist wahrscheinlich für die Übersetzung nicht mehr gereicht. Ansonsten ist hier aber auch nichts mehr drin. Okay, wir gehen mal weiter. Also scheinen wir doch hier ziemlich alleine zu sein. Aha, ein Schrank. Huch. Frontal. Hier sind weitere Umzugskisten. Was haben wir denn hier Schönes? Teglamark Country Forstamt. Aha, Rübenbär. Oberforstbeamtin. Ah, arbeitet anscheinend im Wald. Als Forstbeauftragte. Okay. So. Da gucken wir doch mal. Ja, und für YouTube, also nicht wundern, dass da oben immer wieder on-air eingeblendet wird und Kommentare und alles. Wir befinden uns gerade hier auf Twitch und machen gerade ein Live-Let's Play zu Gone Home. Ist doch gerade sehr arg dunkel hier gewesen. So, was haben wir hier? Brief lesen. Liebe Jan, es ist schön, wieder von dir zu hören. Die ganze Sache mit dem neuen Haus klingt wie ein aufregendes Abenteuer. Erinnerst du dich noch an unser erstes Studienjahr, als wir uns gemeinsam diese kleinen Zimmer im Wohnheim teilten? Es war so mies dort und wir haben über unsere Traumhäuser fantasiert. Ich habe immer gesagt, ich hätte gerne eine richtige Villa. Du wolltest einfach nur ein Haus im Wald. Jetzt schau, wer beides bekommen hat. Irgendjemand da oben mag dich. Von deinem Glück könnte ich auch was gebrauchen. Schick mir ein paar Lottozahlen, ich werde sie spielen, im Ernst. Aber ich sollte mich nicht über unseren schönen altes Häuschen beschweren, das wir haben, seit Bob nach Winnipeg versetzt wurde. Wir haben gerade erst neue Vinyl-Verkleidung machen lassen. Na, schon neidisch? Wenn du tauschen willst, sag einfach Bescheid. Also, wie geht's den Mädels? Ist Katie schon weg zu ihrem großen Abenteuer in Europa? Apropos neidisch. Schreib bald zurück, ich vermisse dich, Mitbewohnerin. Deine Carol. Okay. Das ist also ein Brief an unsere Family. Was haben wir denn hier? Boone Country. Das ist das Telefonbuch. Geile Stimme, no homo. Oh, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, Hashtag no homo. Survival! So, huch. Okay. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen, wie gesagt, zu Gone Home, dem Let's Play, dem Live-Let's Play. Ich nehme das Ganze ja auf gerade. Für YouTube. Und habe mich heute mal dafür entschieden, auch keine Kamera, weil bei dem Spiel, glaube ich, braucht man auch keine Kamera. Plan lesen. Aha. Weltweiter Flugplan. Gültig ab 1. Juni 1994. Okay. Ah, man kann sogar weiterblättern. Ah, guck mal an. Katys Abflug. 6.7.94. Ah, oder 7.6. Man weiß es ja nicht. Bei den Amis ist es ja immer umgekehrt. 12.10 Uhr nach Amsterdam. Uiuiuiuiui. Interessant. So, da unten ist wieder ein... Ja, ist ja gut. Da unten ist wieder ein Telefonbuch gewesen. Notiz lesen. Sam, dein alter Freund Daniel hat angerufen. Er möchte herkommen und sich das neue Haus ansehen. Ruf ihn zurück, Mom. Daniel ist ein totaler Spinner. Als wir klein waren, habe ich nur mit ihm abgehangen, weil er ein Nintendo hatte. Ich glaube, diesen Freund haben wir, glaube ich, alle gehabt. So, Entschuldigung. So, was haben wir hier? Anrufbeantworter, Nachricht abspielen. Sam. Sam. Hallo. Sam! Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up.
Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Das letzte waren wir gewesen, wie wir... Was war das denn? Die letzte Nachricht waren wir gewesen, wie wir am Flughafen waren. Das hatten wir ja vorhin mitbekommen. Ich glaube, ich lasse die Schubladen alle mal offen, damit ich weiß, wo ich schon gewesen bin. Macht, glaube ich, Sinn. Dann weiß ich schon mal, dass ich die alle durchsucht habe. Okay, die Tür ist zu, dann mache ich auch nochmal offen. Habe ich hier unten habe ich die schon geöffnet gehabt? Ah ja, hatte ich schon. Da auch? Hua, huch. Alter. Mach doch nicht so was mit mir. Was? Du hast übelst genau die Stimme von Gronkh. Ja, vielen lieben Dank für das Kompliment, dass ich so verglichen werde mit so einem großen YouTuber und Twitch-Streamer. Bist aber nicht der Erste, der das sagt, aber vielen lieben Dank dafür. So, tralalala. Ist ein altes Haus. Ist ein altes Haus. Okay, das ist anscheinend die Familie. Ah, Sam, Katie, Mom and Dad. Das ist wahrscheinlich Sam und das sind wahrscheinlich wir. Katie. Das ist Mom, das ist Dad. Aber was ist denn mit Sam passiert, dass sie so... Sie klang bei dem zweiten Telefonanruf sehr, sehr merkwürdig, so ein bisschen ängstlich. Nein, ich will's. Ah, okay. Ich bleibe erstmal auf der Etage. Was? Hallo. Okay. Das wirkt alles sehr einladend, ja? Muss ich, möchte ich mal so anmerken. Okay, also wie gesagt, das ist, glaube ich, ein altes Haus. Ich glaube nicht, dass wir hier... nein, ich will... Hi, Mom, Dad und Sam. Ich bin in Paris. Ich habe viele Paris-mäßige Sachen gemacht. Zum Beispiel Les Petits Déjeuner essen und ein Beret tragen. Ich werde jede Menge Fotos haben, wenn ich wieder zurück bin. Sam, ich bringe dir was von Shakespeare Company und Company mit, weil du mein... Ja, ist doch gut. Meine Lieblingsschwester bist. Habe euch alle lieb, Katie. Oh, wie süß. Na, ich will das wieder zurücklegen. So. Oh, wie lieb. Nachruf lesen. Oscar Mason, 60, aus Boone County, ist letzten Monat friedlich in seinem Haus verstorben. Mr. Mason wurde am 8. September 19... Was ist denn? Ich höre gerade eine sehr merkwürdige Stimme auf meinem linken Ohr. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt. Okay. Also, Mr. Mason wurde am 8. September 1933 in dem Haus geboren, in dem er auch den Rest seines Lebens verbringen sollte. Schon in jungen Jahren machte er seinen Abschluss in Pharmazie und kehrte nach dem Studium nach Boone County zurück. Schon bald wurde er eine vielgeliebte Person des öffentlichen Lebens. In den Jahrzehnten vor seinem Hinscheiden sah man ihn nur selten sein Haus verlassen. In der First Methodist Church war an diesem Sonntag um 13 Uhr eine öffentliche Gedenkfeier stattfinden. Alle sind herzlich eingeladen. Er hinterlässt unter anderem seinen Neffen Terence Greenbrier sowie im Geiste die Menschen von Boone County, denen er so viele Freunde und Wohlhagen gegeben hat. Ah, okay, bin ich schon mal beruhigt, dass nicht nur ich es höre. Ich glaube, das sind... Sind wir das? Ich höre ganz merkwürdige Knatschgeräusche. Das macht mir Sorgen. Die Stimme kommt von da hinten.
Ich bleibe mal hier. Alter, dieses Gewitter, ne? Gewitter! Willkommen, neuer Schüler. Wir hoffen, du bist genauso gespannt auf deinen ersten Schultag an der Goodfellow High School wie wir. Bitte bring folgende Dinge zu deinem ersten Unterrichtstag mit, damit du auch gleich loslegen kannst. Eine stabile Mappe mit Innenlaschen für je eine für deine 6 Unterrichtsstunden. Ein liniertes Notizbuch pro Unterrichtsstunde oder ein einzelnes großes Notizbuch 6-mal unterteilt. Mindestens 6 Stifte mit blauer oder schwarzer Tinte und 6 Bleistifte. Eine Packung Buntstifte, ein normales Kombinationsschloss für deinen Spind, ein gehaltvolles Mittagessen oder zwei 50 Dollar für ein Essen in der Schulcafeteria. Eine positive Einstellung. Vergiss bitte nicht, in der Nacht vorher genug zu schlafen und sei um 8 Uhr bereit für deinen Unterrichtsbeginn. Bis bald und noch einmal willkommen, Beth Valens, Direktorin. Ah, interessant. Oh my god, you are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Na super, ich bin das Mädchen vom Psychohaus. Das klingt ja schon vielversprechend. Wer redet denn da? Alter, es ist dunkel hier. Hallo? Hallo? Okay. Ja, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie so ein Arbeitszimmer. Also wie gesagt, wer hier viel Action erwartet oder so, oder halt Horror, ich sag mal in Anführungsstrichen, der ist hier, glaube ich, fehl am Platz, weil das ist, glaube ich, eine interaktive Geschichte. Ah ja. Ich lasse, wie gesagt, die Schubladen alles mal auf, damit wir wissen, dass wir hier gewesen sind. Weil ich weiß ja nicht, wie groß das Anwesen ist. Oh, ein Aktenordner. Sehr schön. Da ist ein Glas. Was haben wir denn da stehen? Zurück zum Beginn. Wieder in Dallas. Von 1963 zurückgeschickt. War JFK wirklich JFK? You can do better. Aha, du kannst es besser. Auto Corso in Dallas nach Ausnahmezustand abgesagt. JFK vergiftet, entführt, verletzt. Aha, Lou im USSR abgefangen, getötet bei den Marines. Warum nicht Auto Corso unterbrechen, wenige Minuten bevor LHO feuern kann?